Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Splatoon. Heute mit dem Luna Blaster, der als wunderbare Fähigkeit die Tintenmine hat. Die habe ich beim letzten Mal gar nicht wirklich erwähnt. Ich habe ja gesagt, so Sekundärwaffe, hey, die Granaten machen One-Hit, sind richtig gut, aber ja, die Tintenminen machen es ja quasi auch und sind wunderbar versteckt. Laufen zwar, glaube ich, nach einer gewissen Zeit ab, sodass man dann eine neue setzen muss oder die halt von alleine explodieren, aber die sind trotzdem ziemlich gut. Und die Tensuka, auch nicht schlecht. Genau, und mit dem Blaster habe ich auch noch nicht gespielt, deswegen werde ich einfach den Luna Blaster mal nehmen und mal gucken, was ich damit im Rangkampf erledigen kann. Arowana Center weiß ich noch, ja, für Blaster, kommt drauf an, es gibt halt schon einige kleine Gänge, wo der Blaster relativ nützlich sein könnte, aber im Allgemeinen wären vielleicht andere Waffen stärker. Und Pinakoitek, ich habe keine Ahnung, ob die Karte groß ist, ob das eher Close Quarter ist. Werden wir sehen. Wenn der Blaster nicht funktioniert, wir können ja immer noch wechseln und viel zu verlieren haben wir eh nicht. Wir sind eh nicht der geilste Rang. Ich bin eh nicht der Competitive-Spieler in Splatoon. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass wir verlieren. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay, da kommen auch schon die Leute rein. Wen haben wir denn? Wir haben Itaotoko Z. Ja, Z, das ist wichtig. Dann haben wir noch Umiso-chan, ja, mich haben wir sowieso, den Ishu in Caps Lock, Haruto und, ist das Grusk? Grusk? Grusk, nein, es ist Grusk. Grusk! Ja, und ich hätte gerne noch ein paar mehr Spieler hier, vielleicht. Sind so viele gar nicht mehr im B-Rang, kommt schon. Es können doch nicht alle S oder A sein. Ah, da kommt er noch. Rico und Fox. Ja. Hoffentlich kriegen wir die Spieler aus Japan, denn ich will nicht gegen legende Gegner spielen oder wo zumindest irgendwo ein Latenzunterschied, oh, die neue Map, die sieht aber super aus, wo ein Latenzunterschied sein könnte, genau. Ja, wunderbar, schon mal, ein Japaner und die Gegner haben drei. Gut, dann doch nicht so geil. Ja, mal schauen, ich nehme wieder meinen Finger vom rechten Trigger, damit ich nur noch mit dem Gamepad ziele. Das ist mein Plan, mal gucken, ob der klappt. Ich würde das ja gerne so umsetzen, wow. Ich bin hier einfach mal meinem Team gefolgt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich habe einen geholt. Den Ikaotoko Z. Den habe ich geholt. So, den kriegen wir auch noch. Nice, auch kaputt geblastet, den Haruto. Jetzt nur noch ein bisschen umfärben. Ich weiß nicht, ob der Blaster so geil im Färben ist. Hier kommt aber so ein Tinferno. Nice. Zähler angehalten. Jetzt dürfte gleich unsere Herrschaft sein. Wow, wow, wow. Es leckt. Was habe ich eigentlich als Dings? Ach, die Tintenmine. Die hätte ich vielleicht hier auf den Herrschaftspunkt irgendwo setzen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. So, ich guck gerade mal. Okay, da kommt einer. Hier kommt er. Von hinten wird er umgeblastet. Nein, wird er nicht. Doch, wird er. Haruto ist tot. Ich sehe hinter mir einen, ja. Ich kam nicht aus der gegnerischen Tinte raus, sonst hätte ich gerne ein bisschen Rückzug gemacht. Dann die Tensuka und boom, abgefeuert. Das ist blöd. Der Punkt ist ja, wir müssen hier nicht irgendwie wunderbar was einfärben, sondern Herrschaft erlangen. Dementsprechend, kommt hoch. Kommt hoch. Dementsprechend wäre es schon gut, wenn wir hier an dem Punkt irgendwie wären. Wir können mal probieren von hinten. Kann man überhaupt von hinten kommen? Man kann gar nicht von hinten daran. Wir können aber den hier machen. So, irgendwie mit der Tensuka. Okay, war nix. Er wirft uns ab. Ist nicht schlimm. Ich sehe, dass da oben gerade einer war, aber ich muss ja auch mal handeln. Ich muss auch mal was machen. Los, treff ihn doch, mach ihn kaputt. Ja, das Problem ist, der direkte Treffer, der kann einen zwar richtig hart treffen, aber diese Burst Damage oder wie man das auch immer nennt, nein, Burst Damage ist es nicht, der Splatter Damage da, dieser Schaden halt, der noch, ne, ihr wisst schon, der halt da noch neben ist. Kein Direct Hit, sondern der andere Quatsch. Ja, das war eine leider bittere Niederlage. Egal. Das war auch eine neue Karte, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Kriegen wir schon hin beim nächsten Mal, das nächste wird ein Sieg. Genau, der Blaster funktioniert ja so. Ich kann auch mal was erklären, Leute. Ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich kann auch mal was erklären. Genau, der Schaden von dem Blaster funktioniert so. Ein Direct-Hit ist, ich weiß nicht, ob das immer One-Hit ist, aber ihr habt es ja gesehen, die sind gerade fast schon von einem Treffer kaputt gegangen. Ich glaube, der eine ist sogar durch einen Treffer kaputt gegangen. Aber um diese Kugel herum, also um diese Blase, die da explodiert, um die herum gibt es aber auch noch mal Schaden, der quasi noch, ja, der die Gegner auch treffen kann, der aber, ich weiß nicht, die Hälfte macht, ein Drittel, da habe ich keine Ahnung, Leute. Ich denke mal, der wird so ungefähr ein Drittel oder ein Viertel machen. Die Hälfte wäre ein bisschen stark, aber ein Viertel wäre auch ein bisschen wenig.
wenn ich jetzt genau wüsste, wie die Schadensverteilung wäre. Also ich könnte mir vorstellen, 3 Streiftreffer könnten einem ganzen Treffer gleichen. Das würde zumindest von dem Schaden, von der Schadensverteilung her relativ logisch klingen. Also, dass ich ihn mit einem Direct-Hit quasi fast bis ganz töten kann oder 3 Streiftreffer, das klingt fair. 4 wäre vielleicht ein bisschen viel, weil 4 Treffer in der Zeit hat er mit dem Junior-Klexer oder mit anderen Dingern, die einfach richtig schnell rausfeuern, da hat er mich schon lange getötet. Ja. Aber, Leute, wenn jetzt Arovanas denn da kommt, dann haben wir es, dann holen wir uns das. Wenn nochmal die Pinakothek kommt, oder ne, Pinakothek kommt nochmal, dann weiß ich nicht so. Ich hätte vielleicht auch erst diese Karte mal bei Gelegenheit im Standardkampf spielen sollen, oder man kann auch private Spiele alleine machen, oder? Dann hätte ich nämlich einfach alleine mal ein privates Spiel machen können und mir die Karte anschauen sollen. Müsste ich tendenziell eigentlich mal machen. So, wir warten. Wir warten, packen uns mal hier hin. Super unauffällig, Leute. Man glaubt gar nicht, dass da sich jemand verstecken könnte. So, wir packen mal eine Mine hier hin. Mal gucken. Läuft er rein? Na, die Mine wurde ausgelöst. Nicht schlecht. Nicht schlecht, dass die Mine ausgelöst wurde. Wir gehen natürlich aus der Granate raus. So billig kann er uns nicht kriegen. So, komm da hoch. Oder hier. Ah, den haben wir noch mitnehmen können, den Haruto. Die anderen leider nicht. Ja, war vielleicht ein bisschen verschwendet, aber wieso sind die denn auch schon wieder so krass dabei? Der eine da oben, der flankt uns richtig von hinten. Los, schieß ihn ab mit dem Blaster. Ja, nice. 2 Treffer haben gereicht. Er hat zwar auch mitgenommen, weil Klexer, boom, wie gesagt, die Feuerrate. Aber 2 Treffer finde ich fair. Der Blaster soll ja auch nicht zu OP sein. Ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, die eine Waffe ist ein bisschen schwach in einem gewissen Gebiet. Wir wollen die patchen. Hier seht ihr, direkter Hit, ein Treffer und tot. Man muss das ja auch so fair gestalten, dass jede Waffe ihre Vorteile und ihre Nachteile hat. Man kann ja nicht sagen, nur weil jetzt die hier... Der Blaster ist ja auf Fernkampf richtig schwach. Mach den mal stärker. Ich weiß, dass es solche Leute gibt, aber... Ja, ich weiß nicht. Sowas ist meines Erachtens nach relativ dämlich zu argumentieren. Oder relativ unglücklich zu argumentieren. Jede Waffe muss ja, wie gesagt, Stärken und Schwächen haben. So, da kommen einige Granaten. Ich probiere es irgendwie auszugleichen. Ich sehe den Gegner da hinten auch. Spring mal raus, mach den Burst. Nice. Ich habe ihn zwar nicht bekommen, aber ich glaube, ich habe immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Kann den vielleicht ablenken. Ja, abgelenkt. Er ist abgelenkt und wir sind in Führung gegangen. Solange der abgelenkt ist und die Gegner nicht unbedingt an die Herrschaft kommen und dieser Tintferno-Mann da, ich glaube, die killen die Herrschaft wieder, ne? Ja. Gut, aber solange wir es irgendwie noch halten können, könnten wir das halten und gewinnen. Ja, solange wir es halten können, könnten wir es halten. Hinterfragt einfach nicht die Logik. So, krieg ihn. Na, das waren jetzt 2 Treffer, die neben ihm waren. Vielleicht ist das auch so, dass es nicht nur einfach den einen Hit gibt, der halt direkt trifft und den einen, der eben daneben geht, sondern dass das quasi nach prozentualer Entfernung oder so gemacht wird. Jetzt ist meinetwegen die und die Distanz Unterschied und ja, ich glaube, da kommt man nicht mehr gut rein. So nach Motto, jetzt ist hier die und die Distanz Unterschied. Ab jetzt könnte es dann, weiß ich nicht, ab Distanz A macht es nur noch 25% Schaden, ab Distanz B nur noch so und so viel Schaden, den kriegen wir aber, nice. Jetzt würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen einfärben. Hier, wir müssen den Punkt auch contesten. Ich wollte sagen, ich färbe noch ein, hol mir so eine Tint-Bazooka. Tint-Bazooka. Wie heißt sie? Wie heißt sie denn? Mir fällt der Name nicht ein. Ja, ich wollte eigentlich meine Special-Fähigkeit aufladen mit einfärben und dann vielleicht den Punkt contesten, aber ja, war irgendwie nix. Toll. Blöder Grusk. Grusk, mach mal was. Gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Ist nicht schlimm, wir haben noch ein Match, in dem wir es besser machen können. Und irgendwann dann steigen wir so weit ab, dann kann eh gar keiner mehr spielen. Dann fällt das gar nicht mehr auf, wenn ich irgendwie eine Scheiße baue oder wenn ich mal hier nicht perfekt bin. Das passt so. Nee, aber würde es mir darum gehen, dass ich hier sage, hey, ich möchte ganz spezifisch hier im Rangkampf aufsteigen, würde ich halt die ganze Zeit nur mit Junior Klexer spielen, weil das die Waffe ist, mit der ich am besten spielen kann. Damit bin ich wendig, damit fühle ich mich sicher. Dann würde ich einfach, egal welche Map, die ganze Zeit Junior Klexer spielen und würde höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Aber darum geht es mir eben auch nicht wirklich. Das ist also der Nachteil. Das Einzige, also Competitive Play oder eben auf einer Turnierebene oder wie auch immer, das zu spielen, ist eine relativ coole Sache. Vor allem, wenn man Leute hat, mit denen man sich eben regelmäßig treffen kann, ja, mit denen man sich regelmäßig trifft, halt irgendwie so ein Team oder sowas, wie man es auch immer nennen will, und mit dem man dann zusammenspielt und zusammen taktieren kann, ob es jetzt ein Shooter ist, ein MOBA, was auch immer.
Auf jeden Fall ist das immer eine super Sache. Das kann ja auch Smash sein. Genau, genau. Fighting Games nicht vergessen. Genau. Da ist man nur nicht so wirklich im Team bei Fighting Games. Aber es ist immer eine relativ coole Sache. Und es ist immer schön, wenn man dann auch, ja, vielleicht aus Spielen, wo man es vielleicht gar nicht denkt, so Stichwort Melee, ein bisschen mehr rausholen kann, als eigentlich vielleicht geplant war. Das finde ich immer wieder erstaunlich und eine relativ coole Sache, wenn sich um Spiele, die vielleicht auch noch nicht mal dafür gedacht waren, eine Competitive-Szene entwickelt. Komm, burst ihn kaputt. Nice, danke. Und der Nachteil ist nur daran, wenn sich dann so eine Competitive-Szene entwickelt und Leute, ihr könnt mir zwar erzählen, hier ist das Balancing gut bei Splatoon oder bei einem anderen Spiel, ich weiß es nicht, ob das Balancing gut ist, ich nehme es einfach mal an, aber ihr könnt mir meinetwegen erzählen, bei Spiel A ist das Balancing gut und bei Spiel B ist das Balancing vielleicht noch besser, aber ihr müsst einfach eingestehen, dass kein Spiel ein perfektes Balancing hat. Es gibt immer vielleicht einen, der ein bisschen stärker ist oder ein bisschen schwächer. Man kann dann zwar noch jetzt im Zeitalter, wo man auch Patches und so weiter raushauen kann, da kann man vielleicht sagen, hey, wir hauen Patch raus, wir nerven den einen oder buffen den anderen, dich töten wir einfach mal easygoing, jetzt werden wir vielleicht selber getötet. Oder wir gehen mal hier rum, holen uns den, sauber, von hinten. Nice, jetzt aktivieren wir die Ulti. So. Ah, okay, hat nicht so viel gebracht. Egal, unser Team hat wieder die Herrschaft erlangt. Das ist alles, was wichtig ist. Jetzt überlege ich gerade, wie komme ich denn da wieder hoch? Wie bin ich denn da gerade überhaupt hochgekommen? Ich bin da rüber gesprungen, ne? Nicht schlimm, den einen haben wir geholt, auch wenn da eine sehr große Verzögerung drin war, meine ich. Oh, den einen haben wir auch noch geholt, nice. Hier setzen wir die Tintenmine, wenn er herkommt, stirbt er. Komm her. Na, er kommt da von hinten. Dann haben wir hier nochmal eine Tintenmine hin. Komm, lauf noch ein... Ah, schade, ich dachte, ich kriege das irgendwie mit den Tinten gemacht. Mit den Tintenminen. Genau, nee, was ich sagen wollte, Competitive-Szene. Nun, die Sache ist die, auch wenn das perfekt gebalanced ist, irgendein Charakter wird immer besser sein oder irgendeine Waffe wird besser sein. Und da ist dann die Sache, wenn man dann auch competitive erfolgreich dabei sein will, wenn man dann auch wirklich mal was gewinnen will, dann ist eben die Sache, dass man seine Charakterauswahl irgendwo einschränkt. Oder wenn man in einem MOBA gut sein will, dann nimmt man halt vielleicht zwei, drei Charaktere, mit denen man super genial ist, mit denen man sich sehr wohl fühlt und ja, probiert die irgendwie zu perfektionieren. Nur dann finden die anderen Charaktere, mit denen man vielleicht... Der hat mich denn noch bekommen? Der hat viel zu früh... Ich weiß nicht. Dann finden nur die anderen Charaktere, mit denen man eventuell gar nicht so... Ja, gar nicht so schlecht ist, aber eben auch nicht super genial, die man aber trotzdem gerne spielt, die finden dann eben immer weniger Beachtung. Es geht ja beim Competitive Play ums Gewinnen und nicht, ob ich jetzt gerade den größten Spaß im Team hatte. Wenn es darum geht, den größten Spaß zu haben, dann hätte ich schon lange alle Turniere gewonnen, weil ich immer super viel Spaß habe. Leute, dann wäre ich der... Dann wäre ich immer der Weltmeister geworden, in egal was für ein Spiel. Kriegen wir den? Nice, wir haben ihn noch mitgenommen. Und könnte irgendwer den Punkt contesten? Ich weiß, ich war da gerade nicht selber das beste Vorbild, aber ja, Zähler angehalten, das ist super, generische Herrschaft, nein, geht noch hin. Ach, alles verloren, Leute. Ja, bevor ich jetzt den Punkt vergesse, man schränkt sich da in gewissem Maße ein und ich bin lieber derjenige, ich weiß, Competitive Play ist auch eine schöne Sache und hätte ich mehr Zeit, würde ich wahrscheinlich auch irgendwelche Special Techniques oder Hidden Mechanics lernen oder Advanced Techniques oder wie auch immer und würde auch wahrscheinlich mit weniger Waffen spielen, aber so, wenn man alle Waffen mal durchprobieren kann, ist das auch eine schöne Sache. Trägt nicht immer dazu bei, dass man gewinnt, wie ihr seht, trägt nicht immer dazu bei, dass man siegt, aber man hat Spaß. Der Blast hat mir Spaß gemacht, ich habe einige Leute besiegt, auch wenn das mit dem Einfärben nicht perfekt war und auch wenn wir nicht unbedingt gewonnen haben. Der Blaster war auch mal eine schöne Sache. Und wenn ich jetzt nicht der Beste im Blaster spielen wäre und der Competitive vielleicht kacke wäre, würde ich den wahrscheinlich nie gespielt haben oder nie mal ausprobieren. Ja, wenn das irgendwie noch Sinn ergeben hat, meine Worte, dann hoffe ich einfach mal, dass es euch gefallen hat. Wir schauen in der nächsten Episode nochmal in den Rangkampf rein, glaube ich. Ich würde nämlich gerne mal Arowana Center noch spielen. Ich entscheide einfach spontan. Ich würde einfach sagen, wir gucken mal. Bis dahin aber erstmal danke fürs Zusehen und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.